Gut, dass wir uns auf einmal so einig sind. Da lässt der Kaya sich aber diesmal nicht lumpen. Hätte er mir vorher so geholfen. Können wir den Typ nicht auch noch abschlachten? Sicher ist sicher. So, großes Story-Ereignis lädt. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Wir wissen nicht mal, was ein Sonnenstein ist. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Nee. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk: den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und Ja, wenn ihr macht das Verlangen nach Sinn. ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Und den sie noch Nice. keiner vorher geholt Ich haben. rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier. Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was M hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Ich bin weg. Viel Glück. Okay, was auch immer. Okay, jetzt habe ich ja wieder so viele Quests auf einmal. Schutz des Dunkels auf das Flaggschiff des Kaisers. Oh, fuck, ist das viel. So viele Quests auf einmal schon wieder. Nicht, dass es langweilig wird. Okay, ich gehe zuerst auf das Schiff des Kaisers. Mach dort ein bisschen Action. Wenn wir es hinter uns haben, wäre schon mal ganz gut. Mann, ich dachte echt, das wäre es schon gewesen, dass jetzt letzte Schlacht gleich losgeht. Schade. Okay, gut, dass da direkt ein Boot ist, das nehmen wir. Schwimmen wir eine Runde rüber.
Ich wusste gar nicht, dass die Magier hier auch Portale abschirmen können. Wieso hat man es nicht genutzt, um gegen die wilde Jagd anzukämpfen? Es klärt auf. Das ist sehr schön. So, okay, let's go. Da hätten wir mit der Kraft der Magier. Na gut, obwohl wir haben ja mit Yennefer zumindest die Festung abgeschirmt. Wir hätten vielleicht den ganzen Wald abschirmen können oder so. Hier ist es bald mal los, dankeschön. Oder eine bessere Falle stellen können oder irgendwas halt. So. Das Boot. Feuer. Halt, ich will verhandeln. Ich bin ein... Verdammt. Wuhu. Das... Achso, ich hätte vielleicht auch das wirklich im Schutz der Dunkelheit machen sollen. Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Hallo ihr. Ich hoffe, ihr freut euch, mich zu sehen, so wie ich erfreut bin, euch zu sehen. Wie kommt jetzt hier hoch? Alter. Die Aimbots, Alter. Die Aimbots, brutal. Hier gibt's doch gar keinen Weg hoch. Mann, Alter. Mann, ihr blöden Wichser. Doch auf damit. Ja. Die schießt mich einfach so dann kaputt. Ja, komm, noch weiter. Ja, komm, noch einer. Los. Schießt. Haben Sie ihn erwischt? Ja, habt ihr. Ich sehe keinen vernünftigen Weg nach oben. Oh, was ist das denn? Ein Anker. Halt! Das ist der Hex. Guardet. Wegtreten. Halt, das ist der Hexer. Gut, dass euch das jetzt auffällt. Ihr Penner. Hexer, welch angenehme Überraschung. Sehr angenehm. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? Weg. In Serikanien. In Serikanien. Hat sich nach Sonne gesehnt. Ich bin weder für meinen Humor noch für meine Geduld bekannt. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Yennefer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Yennefer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Yennefer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Penner. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache! Er mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Portal. Na klar.
Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Warum hasst du denn Teleportation so sehr? Kann ich dafür bitte mal einen Grund erfahren, warum man das so alle 30 Minuten einmal sagen muss? Dieser ganzen Magier-Angelegenheit. 200 DP. Reden wie die Vigos, also wie ein Name. Ja, die sind ja alle happy, das ist sehr schön. Oh, reicht schon. Warum bangen die jetzt hier so rum? Die NPCs. Geht's noch nicht so gut? Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugus siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Hau rein. Meine gute alte Nana. Okay. Also, die wollen jetzt die Insel einnehmen. Cool. Also kann ich mich schon mal auf die Verteidigung vorbereiten? Oder geht's auch ein bisschen weniger offensichtlich? Naja, so wurde das auch ganz lustig. Sobald ich bei... Ach ja, gut. Dann sobald ich Schnellreisepunkt finde. Nochmal über die ganze Insel jetzt gehen. Alles, was ich hier gesehen habe, nochmal durchleben. Yay, das macht Spaß. So, wann ist denn bitte hier? Ach so, nee, das gehört den anderen. Die Festung habe ich ja ganz zum ersten Mal, als ich nach Skye gekommen bin, gesehen. Und habe mich gefragt, was es mit diesen Clans auf sich hat, mit diesen Angelegenheiten. Ja, mittlerweile ist das schon ein bisschen spannender geworden. Wobei das ja alles nicht so geil aussieht bei denen. Da ist schon der Krach-Clan um einiges schöner. Was für Krach denn noch? Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Was ist das denn, wenn es kein Verrat ist? Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Okay. Bitte. Du wolltest das so. Oh. Tja. Glück der Clan. Wo ist denn da noch einer? Huch. Oh, spawnen jetzt unendlich. Falls hier was lustig. Dankeschön, Alter. Moissac, nein! Angriff, ja, los, stirb doch endlich. So, da habe ich das gesehen. Dankeschön, okay. Sprich außerhalb des Territors mit von Lugus den Irre mit Moissac. Wenn Moissac das auch so sieht. Oh je. Hängt er jetzt fest oder was? Oh nein. Der ist festgeglitscht oder was? Oh nein. Cool, ja, wenn ich sterbe, ist es eh egal. Der Typ scheint es nicht so eilig zu haben. Dann würde ich einfach mal hier stehen lassen kurz.
Vielleicht fängt er sich ja wieder. Vielleicht so. Nee, ich glaube, der hat sich da festgefroren. Ach, leck mich doch, ey. Aber vielleicht kann ich es ja jetzt. Ich muss nur mit ihm reden. Ja, da konnte ich gerade mit ihm kurz reden. Mann, diese Scheißtreppe. Da muss ich erstmal das alles mitnehmen. Ich habe eine Chance, weil sie eine Waffe runterlässt. So, los. Lass die Waffe unten. Dass ich die Treppe runter sliden kann. Kann ich irgendwas tun? Da, was? Schon wieder ganz kurz, komm schon. Komm. Ah. Ja, los, Treppe runter, Alter. Oh nein, ich glaube, sonst die Krypte hängt fest. Was ist denn mit dir, Alter? Mach dich hier fort. Oh, Alter, der Typ ist eine Mauer. Der Typ ist eine absolute Mauer, guck dich das an. Meine Fresse, Alter. Ich kann nicht mit dem reden, verflucht. Spiel, raff dich. Fuck, kann ich nicht irgendwas tun? Um den ein bisschen zu betäuben. Juckt den eher weniger. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Was kann ich denn mit dem machen? Nichts. Ich kann mich jetzt höchstens mal wegteleportieren. Achso, es sind noch mehr Kämpfer. Ja, wenn es so ist. Vielleicht meint Mäuse mehr zu helfen. Im richtigen Moment. Nee, Mäuse hilft mir noch nicht. Du, Rip. Du willst Blut? Dann nimm dein eigenes. Schneller! Alle zusammen! Es gibt kein Zusammen mehr für dich. Oh, das hast du schon festgestellt, denke ich. War das Ding hier schon immer zu? Cool. Ich bin dann mal weg, Mäusig, ne? Hau rein. War schön mit dir. Fuck, ey. Da musst du irgendwie da runterkommen. Ah, jetzt ist er woanders. Uff, Gott sei Dank. Kein Bock, hab das Teil jetzt noch länger versteckt. Meine Güte. Ja, cool, jetzt haben wir aber einen von denen abgeschlachtet, die ja schon seit Tag 1 irgendwie mitregiert haben oder mitgemischt haben. Was wirklich so geil war. Wir hatten ja keine Wahl, da musst du unbedingt sofort kämpfen. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Mäusak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Ihr habt mich drum gebeten. Hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte.